Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir das dicke Ding hier auf Kurs gebracht und jetzt muss ich gerade schauen, dass ich das richtig drehe, damit wir die Landung vorbereiten können, denn wir sind schon kurz davor, uns sozusagen auf den Weg zu machen. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie gut das diesmal wird. Es ist ein ganz anderes System. Ich muss halt aufpassen, dass ich das nicht auf unsere Base droppe. Das wäre ein bisschen problematisch. Aber rein theoretisch sollte das gut funktionieren. Und wenn das drin ist, können wir die anderen Base-Teile zurückschicken. Automatisches Speichern gibt mir einen Schock, ey. So, komm. So. Mappen. Was ich davor noch mache, ist unter Einstellungen Raumfahrzeug. Stellen wir mal auf 25, 24%. Vielleicht hilft es bei den Aufnahmen zum Cutten. Ich muss jedes Mal sowas von aufpassen. Weil das Ding ist immer noch bloody laut. Oh fuck, das darf ich hier nicht machen, ne? Wie viele Schiffe haben die noch? 18. Okay, dann. Nochmal Escape. Einstellungen. Ich bin mir relativ sicher, dass das hier ist, oder? Übernehmen. Annehmen. Es ist leiser, glaube ich. Ist die Frage, welches ist nach oben? Ja, wir fliegen in diese Richtung. Bedeutet, nach da müsste oben sein. Stopp! Ah, jetzt habe ich zu weit gerollt. Okay, lass mal noch eine Rolle. Dann darfst du halt noch eine Rolle machen. Ich wollte dich ein bisschen lenken jetzt. Ich will jetzt einfach versuchen, schnell schon so weit wie möglich vorzubereiten, damit die Landung am Ende nicht so tückisch wird, wie ich es jetzt denke, dass sie werden könnte. Da haben wir eh 33 Schuss mit. So. Nein, falsche Richtung. Wenn ich mich nicht irre, müssten wir in diese Richtung schießen. Deswegen mache ich es jetzt relativ früh mit den Burns. Einfach, damit ich schon mal so weit adjusten kann, dass ich am Ende weniger machen muss. Oder halt nicht nochmal einen extra Hop irgendwo hin machen muss, wenn ich gelandet bin. Einfach direkt am Anfang alles schön ausrichten. Dann sollte es am Ende absolut kein Problem darstellen. So. Perfekt. Jetzt können wir uns wieder zurückdrehen. Jetzt sind wir ja auf dem richtigen Kurs. First Man Landing ist auch im Weg. Da ist ein Trench. Da sieht ihr einen schönen Graben. Ja, ich bin gespannt, wie gut das jetzt funktioniert. Aber wie gesagt, wenn schief läuft, läuft schief. Dann muss ich nochmal fliegen. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht merken. Aber ich bin dann trotzdem nochmal wahrscheinlich eine Stunde mit dem Teil geflogen. Also es gibt jetzt hier kein wirkliches Zurück. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme war ja gestern... da fliegt was vorbei. Erweiterungstrümmer. Da fliegen schon wieder irgendwelche Trümmer vorbei. Fuck. Da merkt man, wie knapp das teilweise ist. Das sind 5 Kilometer, die... Also, das hätte ich mir früher nicht träumen lassen, dass so viel... Entweder war ich früher sauberer oder ich habe irgendwie Scheiße gebaut. Aber ich habe nie so nah an meinen Sachen... Bin nie so nah an meinen Sachen vorbeigeflogen. So, wir spulen mal hier vor. 5 Minuten. Wir sind eh schon wieder kurz vor der Schattenseite. Ich habe zu weit vorgespult aus Versehen. Ja, hupsi. Nee, so wollen wir nicht fliegen. Da sind viele Sachen 80 Kilometer Entfernung. Das ist Millie, heiß Millie.
Kennt ihr noch Smilly? Und seinen kleinen Satelliten? Also die kleine Sonde, die wir gelandet haben, die wir im Weltall gebaut haben und das erste wirkliche Spaceship, was im Space gebaut wurde. Ist da unten, also 15 Kilometer von uns entfernt, fliegen wir an Smilly vorbei. Ach, wie schön ist das denn? Hi, Smilly! Smilly war eine coole Sache. Also wenn ich das richtig sehe, müssen wir noch ein bisschen nach oben. Das Centauri Beta. So, okay. Wir schauen relativ gut aus. Also, ich bin erstaunt. Schaut besser aus als erwartet. Aber nein, die Trägerrakete. Ein Brummer für sich selber. So, immer noch 1300 MSI. Also wieder vollkommen overengineert. Das Teil. Das sind zwei Sachen. Das Centauri und Enduros, aber warum stehen da zwei? Ich habe doch nur noch eins, oder bin ich jetzt doof? Mal ausrichten, dann mal eine stärkere Bremse um einleiten lassen. So, jetzt auf dem anderen Ohr sehr stark. Aber wir haben ja genug Power in den Teilen hier drin. Absolut kein Problem. Jetzt haben wir noch 2000 Meter und weißt du was, ganz ehrlich, ich glaube, es ist sicherer, wenn wir jetzt entkapseln würden. Bedeutet, was auch immer jetzt explodiert ist, ich hoffe, das ist nicht Deploy All schlimm gewesen. Ich versuche dem Ding einen kleinen Spin zu geben. Also irgendwie bremst das Ding nicht so gut, wie es erhofft hätte. Bremsen? Was jetzt? Es hat die doppelte Schubpower, was ist hier los? Oh, das könnte eine richtig schief gelaufene Mission sein. No! Bitte nicht! Alter, ich hätte echt gedacht, das Ding hat mehr Schub. Das Ding hat ja null Schub. Ja.
Scheiße. Mann. Okay. Adieu. Adieu, my lover. Adieu, my friend. Okay, zu merken, die Antriebe sind beschissen. Bedeutet, wir brauchen andere. Kannst du mal wieder landen? Wie lange brauchst du? Wie weit fliegst du noch? Alter, was hat das für ein Spin bekommen? Weltraumzentrum. Es ist eh tot. Also was soll ich machen? Aber wir wissen jetzt, was wir zu verändern haben. Und machen dementsprechend schnell einen Flug. Also, was halt das Problem ist, ich will die vorletzte Stage weit genug weit weg explodieren lassen. Einfach damit die Chance auf Ricochet, also auf Rückschlag von Teilen auf die Basis sehr gering ist. Bedeutet, ich brauche eine gute zweite Stage. Und die Stage war nicht so gut. Also, nicht wirklich gut. Nee. Wir bauen nicht schnell um und in der nächsten Folge dann sehen wir uns wieder kurz vor der Landung. Also wieder, wenn ich schon die Orbit habt, nur noch auf dem Landungsweg bin. Denn ich glaube, den Rest müssen wir nicht unbedingt sehen. So, warte mal, öffnen. Warum ist hier ein fehlendes Teil? Alpha Man Base Core laden. Achso, die Infos fehlen jetzt. Ja, ich musste den einen Teil hier wieder deinstallieren, weil der nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Okay, einmal die Schale ab. Diese Düsen sind nicht geeignet für diesen Einsatz, Leute. Wir brauchen größere Düsen. Bessere Düsen. Kampfdüsen, habt ihr die? Oh, fuck. Lass mich raten. Die vier müssen jetzt hier dann. Und auf dem Mond haben die... Mann. 8. Also könnten die uns echt zur Landung bringen. Na gut. Wie heißt du schön, in God we trust, sagen die Amerikaner wieder. Oder God may help us oder so. Dann sage ich das jetzt mal hier auch. Und hoffe mal, dass das so gut wie möglich funktioniert. Zack. Zack. So, speichern und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich fliege das Ding mal schnell bis wieder auf die passende Position. Hat uns zwar wieder fast über eine halbe Million gekostet, aber ja, was man nicht alles macht für eine Man Station. Also, bis dann. Ciao.